Das ganze Jahr lang haben wir die Granaten überarbeitet. Mitte 2019 veröffentlichten wir die erste Iteration des Sandbox-Servers, auf dem Spieler diese Änderungen ausprobieren konnten. Immer wieder wurden Änderungen getestet und neue Merkmale hinzugefügt. Alles greift in einem umfassenden Konzept ineinander. Längst ist klar, dass wir nicht nur die Granaten überarbeiten, sondern auf ein großes Ziel hinarbeiten. Eine neue Spielbalance. Die neue Balance besteht aus zwei Hauptteilen. Balanceänderungen, die direkt die Fahrzeugwerte betreffen, und Unterstützungsmerkmale. Fast alle Balanceänderungen wurden in den vorherigen Sandbox-Iterationen getestet. In der Sandbox änderten wir die Granatentypen wie folgt. Die Standardgranate ist die universellste und effektivste. Sie hat eine recht hohe Durchschlagskraft und verursacht maximalen Schaden. Diese Granate ist optimal hinsichtlich Ökonomie und Effektivität im Kampf. Spezialgranate. Dieser Granatentyp hat eine deutlich höhere Durchschlagskraft, verursacht aber 25% weniger Schaden. Ein Einsatz dieser Granate zur falschen Zeit ist also wenig vorteilhaft. Der dritte Typ ist die Sprenggranate. Obwohl ihr Test noch läuft, sind die Sprenggranaten mit Geschützen eines Kalibers unter 120 mm nun effektiver und verlieren etwas ihrer Effizienz bei Kalibern über 150 mm. Die Mechaniken, wie hochexplosiver Schaden verursacht wird, wurden deutlich verbessert. Ein altes Problem im Spiel war die große Lücke bei den Werten der Fahrzeuge der Stufe 5 und 7. Außerdem waren niedrigstufige Fahrzeuge bisher so eingestellt, dass die Überlebensfähigkeit der Fahrzeuge der Stufen 1 bis 4 zu gering und ein einziger Fehler zu kostspielig war. Dieses Problem betraf daher vor allem neue Spieler. Im Hinblick auf Fahrzeuge der Stufe 1 bis 7 sollten unsere Änderungen die Überlebensfähigkeit niedrigstufiger Fahrzeuge etwas steigern und damit die Lücke zwischen Stufe 5 und 7 schließen. Ein verändertes Granatenmodell betrifft auch die Artillerie. Wir mussten die Einstellungen entsprechend der neuen Balance anpassen. Jetzt hat auch die Artillerie drei Granatentypen, passend für bestimmte Gefechtssituationen. Der erste Typ ist eine Standardgranate, universell einsetzbar. Sie hat einen recht großen Wirkbereich, recht hohen Schaden und betäubt. Im Grunde die alte Granate ohne Änderungen. Eine Spezialgranate, die keine Gegner betäubt, aber 10% mehr Wirkbereich hat und 20% mehr Schaden verursacht. Sie sollte in Situationen eingesetzt werden, in denen Betäubung keinen taktischen Vorteil schafft. Der dritte Typ ist eine panzerbrechende Granate. Sie verursacht relativ wenig Schaden, hat aber eine recht gute Durchschlagskraft. Die beste Wahl für Schüsse auf einzelne, schwer gepanzerte Ziele, bei denen Sprenggranaten unwirksam wären. Nach all diesen Tests glauben wir, dass dieses neue Balancekonzept gut funktioniert. Allerdings müssen bestimmte Werte optimiert werden. Und natürlich braucht es Unterstützungsfunktionen. Fundamentale Spielparameter wie Granaten- und Fahrzeugstrukturpunkte zu ändern, verlangt unverweigerlich, dass verwandte Funktionen und Spielmechanik angepasst werden müssen. Als erstes werden wir die Statistik überarbeiten, da hier veränderter Schaden und Fahrzeug-SP einen deutlichen Unterschied machen. Wir wollen verhindern, dass Spieler ihre über die Jahre hart erarbeiteten persönlichen Statistiken verlieren, da diese selbstverständlich wichtig sind. Gleichzeitig wollen wir Spielern den Unterschied ihrer Leistung zeigen, nachdem diese wichtigen Werte geändert wurden. Daher führen wir zwei verschiedene Statistiken ein. Der Hauptteil bleibt so erhalten, wie er derzeit im Spiel zu sehen ist. Außerdem bringen wir einen neuen Teil, der die Leistung eines Spielers innerhalb eines bestimmten Zeitraums zeigt. Eine weitere wichtige Komponente, auf die sich die Balanceänderungen auswirken, ist der Forschungsbaum. Unser Ziel ist, dass der Forschungsbaum klarer und leichter bedienbar wird. Zudem wollen wir, dass die Spieler seltener vor schwierigen Entscheidungen stehen, wenn sie Fahrzeuge von Stufe 1 bis 10 erforschen. Jeder große Forschungsbaum soll einen klaren Hauptzweig erhalten, wodurch verhindert wird, dass Spieler versehentlich in eine schwierige Situation gelangen. Aus dem Forschungsbaum sollen einige niedrigstufige Fahrzeuge fallen, die man dann nicht mehr erforschen kann. Damit sollen Spieler sich leichter im Forschungsbaum zurechtfinden können. Bereits besessene Fahrzeuge bleiben jedoch in der Garage. Es wird andere Wege geben, diese Fahrzeuge zu erhalten, mehr dazu an einem späteren Zeitpunkt.
Das Spiel bietet wichtige Fortschrittsmechaniken wie Aufträge, persönliche Aufträge und Erfolge. Ändern wir bedeutende Fahrzeugwerte wie Schaden oder Strukturpunkte, müssen wir auch den Großteil der Spielfortschrittsmechaniken aktualisieren. Das heißt, wir wollen die Schwierigkeit, diese Erfolge und Belohnungen zu erhalten oder die persönlichen Aufträge zu erledigen, nicht verändern. Darum passen wir die Werte rund um Schaden und Fahrzeugstrukturpunkte an die neue Wirklichkeit der Zufallsgefechte an. Und zu guter Letzt die Gefechtsökonomie. Werte wie im Gefecht verdiente Kreditpunkte und Erfahrung hängen davon ab, wie viel Schaden verursacht und ermöglicht wurde. Im Moment ändern sie sich nicht drastisch. Der im Schnitt in Gefechten verursachte und ermöglichte Schaden steigt. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Menge an Kreditpunkten und Erfahrung, die man im Gefecht verdient. Das heißt, Spieler bleiben auf ihrem Rentabilitätsniveau auch mit Premium-Panzern. Erst wenn wir die Änderungen an den Fortschrittsmechaniken und der Spielökonomie neben der neuen Balance auf dem Sandbox-Server getestet haben, verstehen wir den Umfang der Änderungen, die wir auf dem Live-Server veröffentlichen müssen. Alle obigen Informationen zeigen, dass viele Änderungen auf die Spieler zukommen. Darum führten wir bereits 4 Iterationen des Sandbox-Tests durch. Viele Spieler fragten, wie wir die Testergebnisse auswerten und auf welche Art von Feedback wir achten und wie Spieler diese Änderungen beeinflussen können. Wir analysieren das Feedback aller Spieler, konzentrieren uns aber auf die Fragebögen jener, die aktiv am Sandbox-Test teilgenommen haben. Wie könnt ihr bei diesen Tests mitmachen? Derzeit kann jeder am Sandbox-Test teilnehmen. Es ist ganz einfach. Installiert den Sandbox-Client und meldet euch zur angegebenen Zeit im Spiel an. Dann könnt ihr mitmachen, Gefechte spielen, die Änderungen testen und den Fragebogen ausfüllen. Die nächste Sandbox-Iteration findet Anfang nächsten Jahres statt. Diese Spielversion ist sehr nah an jener, die wir auf dem Live-Server veröffentlichen wollen. Erhalten wir positives Feedback von dieser Sandbox-Iteration, verlängern wir den Test nicht. Stattdessen wollen wir die neue Balance direkt Ende Frühling 2020 veröffentlichen. Meldet euch an, testet die Änderungen und hinterlasst euer Feedback.